Ellies Ozeanabenteuer. Ellie, die junge Elefantendame, blickte hinaus auf den weiten Ozean. Die Wellen riefen ihren Namen. Heute wollte sie etwas Neues wagen. Der Ozean versprach Geheimnisse und Abenteuer. Ein Holzfloß war Ellies Gefährt. Mutig schob sie es ins kalte Nass. Die Sonne strahlte, die Möwen sangen, aber Ellie fühlte eine seltsame Spannung im Bauch. Wellen hoben und senkten das Floß. Ellie spürte, wie ihre Aufregung wuchs. Plötzlich tauchten Delfine auf. »Komm mit uns«, riefen sie fröhlich. Ellies Herz klopfte schnell. Sollte sie den Delfinen folgen? Der Wind peitschte, die Strömung zerrte. Ellie musste sich entscheiden. Sie nahm all ihren Mut zusammen. »Auf ins Abenteuer«, rief sie laut. Mit den Delfinen schwamm sie tiefer hinein, der Ozean glitzerte wie Diamanten. Jede Welle erzählte eine eigene Geschichte. Ellie war mittendrin. Am Horizont zeigte sich etwas Dunkles, ein Geheimnis, das entdeckt werden wollte. Ellie näherte sich vorsichtig. Es war ein versunkenes Piratenschiff. Farbige Fische wimmelten umher. Sie umspielten das alte Holz des Schiffes. Ellie war fasziniert von der Unterwasserwelt. Die Spannung verwandelte sich in Ehrfurcht. Es wurde Zeit für die Heimkehr. Ellie schwamm zurück, erfüllt von tollen Eindrücken. Sie erreichte das Ufer bei Sonnenuntergang. Ein Tag voller Spannung ging zu Ende. Ellie würde diese Abenteuer niemals vergessen. Der Ozean hatte ihr Mut und Freude geschenkt. Jetzt herunterladen und jeden Tag neue Geschichten entdecken.